Mit dem Eintritt der Obama-Administration in den globalen Klimaverhandlungsprozess haben sich die Bedingungen für den Abschluss eines Abkommens in Kopenhagen grundlegend verändert. Was jetzt ansteht, ist, die große Lücke zu schließen, die zwischen den bisher angekündigten Reduktionsverpflichtungen und finanziellen Verpflichtungen auf der einen Seite und den notwendigen Reduktionen für ein 2-Grad-Abkommen noch besteht. Das heißt, alle Akteure müssen ihre Ambitionen deutlich steigern. Der Norden muss Reduktionsverpflichtungen steigern und vor allem die finanziellen Mittel auf den Tisch legen. Der Süden muss sich verpflichten, mit der notwendigen Unterstützung aus dem Norden einen neuen klimafreundlichen Entwicklungspfad einzuschlagen. Und das ist möglich. Es erfordert allerdings von allen Seiten, deutlich mehr Ambitionen zu zeigen.